Herzlich willkommen hier in Wuppertal in der Fabrik Elba. Als wir vor etwa anderthalb Jahren zum ersten Mal uns Gedanken darüber gemacht haben, dass wir einen Studierendenkongress durchführen möchten, da haben wir Sie und euch alle im letzten Jahr dann eingeladen, auch in der Pfingstwoche, und waren total begeistert, dass schon 100 Menschen aus ganz Deutschland gekommen sind. Wir hatten Studierende, die kamen oben aus Flensburg oder aus Passau, aus Berlin und sogar von der holländischen Grenze. Wir hatten einen unglaublich intensiven, arbeitsintensiven, fulminanten Auftakt schon im letzten Jahr. Unvergessen für die, die dabei waren, war sicherlich das Gespräch zwischen Frau Professor Liedtke vom Wuppertal-Institut und dem geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Kniepex, Herrn Ralf Putsch, und dem Robin Roth, Geschäftsführer der Firma GEPA. Wenn ich mich da an diese Räumlichkeiten erinnere, wir waren an der Universität, es war mucksmäuschenstill, man hätte jede Nadel fallen hören können. Und als die beiden dann zu Ende gesprochen hatten, gingen sofort alle Hände hoch, alle hatten Fragen und waren ganz motiviert bei der Sache. Das hat uns auf jeden Fall motiviert, in diesem Jahr wieder einen Kongress durchzuführen. Wir haben ein etwas anderes Themenfeld. Bei uns steht jetzt nicht das Unternehmen per se im Vordergrund, sondern das Themenfeld Transformation, also Stadtwandel. Aus unserer Sicht, aus Sicht der neuen Effizienz, natürlich mit dem Schwerpunkt der Energie- und Ressourceneffizienz. Was tut sich eigentlich in Städten? Was muss sich tun und was wird sich tun? Und wer ist eigentlich der Akteur, der diese Dinge nach vorne treibt? Wir haben in diesem Jahr 150 Anmeldungen bekommen. Wir sind jetzt rund 130 Studierende, wieder aus ganz Deutschland, die diesmal für 3 Tage hier in die Region gekommen sind und hier am Standort der Fabrik Elba sich mit Stadtwandel auseinandersetzen wollen. Das finde ich total klasse. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind, und dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. Wir sind als Neue Effizienz natürlich wie im letzten Jahr auch nicht die alleinigen Veranstalter, sondern wir machen das mit dem Lehrstuhl von Frau Professor Christine Volkmann zusammen. Und deswegen gebe ich jetzt das Mikrofon auch an Sie weiter, die jetzt die richtige Begrüßung dann auch ehrenvoll machen wird. Ganz lieben Dank. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns riesig, dass dieses Jahr so viele Studierende da sind. Ich glaube, circa 130 an der Zahl. Das ist großartig, und ich denke, es werden 3 wunderbare Tage auch nachher im Ergebnis. Darauf bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ja, es gibt zahlreiche Ehrengäste, und ich habe die Freude, diese Ehrengäste zu begrüßen. Das mache ich besonders gerne. Ich beginne mit den Mitgliedern des Landtags, Herr Neumann und Herr Bell. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Gleichwohl ist es, glaube ich, einzigartig. Ja, ein Applaus ist es wert. Einzigartig ist auch, dass 3 Oberbürgermeister zugegen sind. Ich glaube, 2 sind schon da. Einer steht noch im Stau, der wird gleich da sein. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Mucke und dann Herrn Kurzbach. Und da habe ich gerade gehört, herzlichen Glückwunsch noch, Sie haben gestern geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wurde mir falsch kommuniziert, auf jeden Fall trotzdem noch früh genug, viel Glück und viel Segen. Frau Kollegin Karl, unsere Prorektorin, die das Rektorat vertritt, begrüße ich auch ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und weiterhin möchte ich natürlich unseren Hausherren begrüßen, Dr. Bodo Küpper, dem diese wunderbaren Hallen hier gehören. Und wir sind sehr dankbar, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank dafür. Ganz besonders möchten wir uns, auch wenn sie erst am Freitag kommt, bedanken bei Frau Ministerin Svenja Schulze, die die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen hat. Auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar, und wir freuen uns dann schon am Freitag, wird sie gemeinsam mit Herrn Rektor Koch die Urkunden an die Studierenden übergeben. Also auch dafür ein herzliches Dankeschön.
Frau Ministerin Schulze. Habe ich jemanden vergessen? Ah, hier noch Herr Kollege Schneidewind, auch Sie sind da. Herzlich willkommen und wir freuen uns, dass Sie hier so richtig eisessend freudig nachher mit das Themenforum gestalten werden. Herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Sollte ich jemanden vergessen haben, explizit zu begrüßen, bitte ich um Nachsicht. Aber wir freuen uns jedenfalls, dass alle da sind und dass wir 3 schöne Tage miteinander verbringen dürfen. Vielen Dank. Drei Tage, das ist jetzt auch schon genau das richtige Stichwort. Ich wollte ganz kurz noch einmal kurz aufzeigen, was in den nächsten 3 Tagen eigentlich passiert, was Sie und euch hier erwartet. Wir sind heute den ganzen Tag, das heißt also bis zum späten Nachmittag, hier in der Fabrik Elber. Und wir werden jetzt in 3 kleinen Gruppen, werden wir uns mit dem Thema Stadtwandel auseinandersetzen. Beginnen wird Frau Professor Kahl mit den 3 Oberbürgermeistern in einem kleinen Gespräch mal austauschen, was passiert eigentlich gerade hier in der Region und mit welchen Themen setzt man sich auseinander. Danach gehen wir in eine Diskussion, die wird Herr Professor Dr. Uwe Schneidewind führen. Das werde ich gleich nochmal ganz besonders anmoderieren. Und da wird er sich mit dem Herrn Feicht, Vorstandsvorsitzender der Wuppertaler Stadtwerke und Vizepräsident vom Verband Kommunaler Unternehmen, und dem Christian Hampe von Utopia Stadt ein wenig darüber unterhalten, was hier in Wuppertal gerade genau passiert und wie Stadtwandel hier gelebt wird von ganz, ganz unterschiedlichen Akteuren. Also ich glaube, da haben wir zwei große Gegensätze auch gefunden. Dann gibt es eine kleine Kaffee- und Kuchenpause und danach wird dann nochmal Frau Christine Volkmann mit ein paar Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch gehen und sich darüber austauschen, wie denn Unternehmen im Bereich Stadtwandel auch eine Rolle einnehmen können und hier die Verantwortung dann auch zeigen. Danach gibt es für uns alle einen kleinen Fußmarsch. Ich hoffe, alle sind gut ausgerüstet. Wir gehen nämlich zu Fuß und wenn das Wetter nicht ganz mitspielt, auch gerne mit Schwebebahn und den Bussen, die regelmäßig und pünktlich hier fahren. Also die Schwebebahn, auf die kann man sich immer perfekt verlassen. Dann zum Mürker Bahnhof. Am Mürker Bahnhof wird uns dann das Team von Christian Hampe in Empfang nehmen und wir werden dort die Transformationsstadt ins Leben rufen. Da wird der Staatssekretär Michael von der Mühlen vom Städtebauministerium NRW auch zugegen sein. Und wir haben da nochmal ein kleines Gespräch, wie denn aus deren Sicht eigentlich Stadtwandel auch passiert. Dann gibt es noch ganz spannende Sachen, da will ich noch nicht vorgreifen, was da passiert. Morgen treffen wir uns um 10 Uhr am Campus Freudenberg. Das ist der Campus, der hier auf den Südhöhen von Wuppertal liegt und wo vor allem die Elektroingenieure beheimatet sind. Da oben werden wir den Vormittag damit verbringen, uns in 5 Themenforen aufzuteilen. Die Themenforen, zu denen sich alle auch anmelden konnten und die Bereiche abdecken. Ich habe alles hier. Also einmal Gebäude im Schwerpunkt und Quartiersentwicklung. Im 2. Themenforum geht es um Energie. Im 3. um Mobilität. Im 4. um Prozesse und den Transformationsprozess an sich. Und im 5. um Lebensstile, nachhaltige Lebensstile. Aus diesen, und jetzt begrüßen wir auch ganz besonders den Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, Burkhard Mast-Weitz, der es jetzt gerade auch zu uns geschafft hat. Herr Mast-Weitz, herzlich willkommen. Damit sind alle 3 Oberbürgermeister hier komplett. Ja, nach der Mittagspause, nach den Themenforen, dann gehen wir wirklich in die harte Arbeit, also in die Case Studies. Den gesamten Nachmittag verbringen alle Studierenden in den Case Studies. Abends haben wir dann den Abend zur freien Verfügung und am Freitag werden wir morgens um 9 voraussichtlich für alle Case Studies dann weitermachen, wieder Mittagessen und im Anschluss daran dann einen Abschluss haben, wo uns dann die Wissenschaftsministerin Frau Svenja Schulze vom Land Nordrhein-Westfalen hier die Urkunden auch übergibt, gemeinsam mit dem Rektor unserer Universität, Herrn Professor Lambert T. Koch. So, und jetzt gebe ich an Frau Volkmann nochmal weiter, die jetzt anmoderieren wird, was als nächstes kommt. Viel Spaß erstmal, herzlichen Dank und bis gleich dann.
Ja, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt Frau Professor Anke Kahl, die ja, wie schon angekündigt, Prorektorin für Planung, Finanzen und Transfer an der Bergischen Universität Wuppertal ist. Frau Kahl, ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie da sind. Sie setzt sich insbesondere auch ganz stark für das Thema Unternehmensgründung ein und für die Vernetzung der Universität mit der Region. Insofern ist es nur richtig, dass Sie da sind. Und als weitere Teilnehmer der Runde, Sie werden jetzt begrüßen, ebenso Herrn Mucke, den wir schon eben begrüßt haben, Herrn Kurzbach sowie Herrn Mastweitz, also die drei Oberbürgermeister im Zusammenspiel mit der Prorektorin, wird sicherlich eine spannende Diskussionsrunde. In diesem Sinne, viel Erfolg. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich kann jetzt beschwingt auf die Bühne gehen, Herr Mastweitz ist da. Es ist ja doch ein bisschen Druck, wenn man auf jemand wartet, und das ist wunderbar, dass Sie es noch hinbekommen haben. Alles ist gut. Da Herr Mucke mir gesagt hat, er muss 3:15 weg, erspare ich jetzt Ihnen nochmal meine Begrüßungsliste, weil die ist so gut abgearbeitet worden gerade, wenn ich da nochmal anfange, alles zu begrüßen. Auf jeden Fall darf ich Ihnen Grüße ausrichten des Rektorats und des Rektors, und wir freuen uns sehr, dass Sie heute in so großer Zahl erschienen sind, um an diesem tollen Nachhaltigkeitskongress teilzunehmen. Wir denken, das ist eine Veranstaltung, welche sich dem nachhaltigen regionalen Erkenntnisgewinn widmet, ein Veranstaltungsprofil auch, welches sich konzeptionell schon bewähren konnte, viel mediale Aufmerksamkeit schon erreicht hat, weit über Studierendenkreise hinaus, und es nun auch diesjährig schafft, viele interessierte Studierende, interessierte Teilnehmer zu spannenden Nachhaltigkeitsthemen hier in Wuppertal zusammenzubringen. Das ist etwas Besonderes für die Veranstaltungslandschaft, um das Wort innovativ nicht überzustrapazieren. Aber es ist vor allem großartig für Wuppertal und bemerkenswert für unsere Bergische Region. Mit der diesjährigen thematischen Ausrichtung auf Transformation, Stadtentwicklung, Städte im Wandel ist das Thema in den Fokus genommen worden, welches in seiner praktischen Umsetzung sehr, sehr viel mit Power und Ideenreichtum des Einzelnen oder einer Gruppe von Wegbereitern zu tun hat, die die Zeichen und Chancen der Zeit erkennen und aufgreifen, sich durch Initiativen ganz gezielt einbringen, gegebenenfalls auch gegen bestehende Schranken ankämpfen. Ziel ist es, solche aktiven mit passiven, aber interessierten Playern zusammenzubringen, sie mitzunehmen, sie mit Ideen anzustecken oder aber Ideen konkret zu unterstützen. Das Thema dieses Kongresses hat im nächsten Schritt aber auch mit dem wichtigen Aspekt der Identifikation zu tun. Diese richtet sich an die große Mehrheit der Einwohner, die diese Wege der Stadtentwicklung gutheißen. Diese gegebenenfalls sogar mitgestalten wollen, weil sie diesen Ort Heimat nennen. In Zeiten großer, nur bedingt prognostizierbarer gesellschaftlicher und auch politischer Umbrüche ist gerade die Identifikation mit Familie, der Heimat und der Region, so zeigt es die neue Sinus-Studie, ein für 14- bis 17-Jährige, und das ist das Klientel der Zukunft, ein Baustein des Glücks. Diese Heimatverbundenheit ist eine große Chance für die Stadtentwicklung und wissenschaftsthematisch für die bergischen Institutionen, Einrichtungen und auch für unsere Universität. Wir reagieren als tertiäre Bildungseinrichtung hinsichtlich unserer Studienangebote natürlich auch auf die Bedarfe des Marktes, auf große Entwicklungen und Tendenzen. Und die Herausforderung ist es dabei, nicht jede seichte Strömung mitzunehmen. So sind wir aktuell überzeugt davon, dass sich die Einrichtung des gestern erst beschlossenen neuen Masterstudiengangs Public Interest Design genau an diesen Bedarfen der Gesellschaft orientiert und eine wichtige methodische und fachlich-inhaltliche Ergänzung des Studienangebotes der Fakultät Design und Kunst darstellen wird. Das Lernziel dieses Masterangebotes passt perfekt zu diesem Tag. Die Studierenden sollen befähigt werden, mittels Design gesellschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Entwicklungen in öffentlicher Verantwortung zu begründen, zu begleiten und so selbst zum Mitgestalter, zum aktiven Initiator und Impulsgeber zu werden. Wir sind überzeugt, dass die Uni Wuppertal damit den Studierenden einen wirklichen, und jetzt gebrauche ich es, innovativen Masterstudienplan anbieten kann. Einschreiben können sich die Studierenden bereits für dieses Wintersemester. Die Bewerbung läuft bis 22. Juli.
Sowohl das Engagement der Bildungsträger, der ansässigen regionalen Player, das heißt Unternehmen, Institutionen, auch aktive Technologienetzwerke, als auch die Kraft und das Interesse an der Heimat durch den agierenden Einzelnen sowie durch Bürger- und Quartiersvereine bestimmen also wesentlich mit über Weh und Wohl einer Region und zukünftig auch und gerade auch im Bildungskontext über größere regionale Verbünde. Drei der angesprochenen Player, die Entscheidungsträger und natürlich auch Aushängeschilder unserer bergischen Städte, sind natürlich die Oberbürgermeister, die mit ihren individuellen strategischen Ausrichtungen ganz gezielt Schwerpunkte setzen können und spezielle Themen voranbringen können. Und genau zu diesem Punkt möchte ich etwas mehr wissen und bitte daher unsere drei Oberbürgermeister von Wuppertal, Solingen und Remscheid, Herrn Andreas Mucke, Tim Kurzbach und Burkhard Mast-Weiß, auf die Bühne. So, ich werte jetzt mal Ihre gemeinsame Teilnahme heute nicht als Pflichttermin, sondern ich gehe fest davon aus, dass das Thema verantwortungsvolle und auch nachhaltige städtische Wirtschaft, das Wirtschaften ein kommunalpolitisches Ziel ist und ein wichtiges Anliegen. Und Herr Mast-Weiß, Sie sind der Dienstälteste und Erfahrenste der Oberbürgermeister. Oh, so alt werden wir gar nicht mehr aussehen. Und es macht Sie ganz sicherlich uneingeschränkt stolz, dass der Anteil des produzierenden Gewerbes am gesamten Bruttowertschöpfung Ihrer Stadt Remscheid mehr als 45% ausmacht. Das sind signifikante 10-12% mehr als in den anderen Städten. Es verdeutlicht eine relative Stärke der Remscheider Gewerbeunternehmen im Vergleich zum ansteigenden Anteil des Dienstleistungsbereichs. Auf der anderen Seite setzen Sie sich nach meiner Kenntnis sehr persönlich mit Initiativen von weichen Faktoren auseinander, mit Kampagnen wie Stolz auf Remscheid oder Unser Remscheid, haben Sie die Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern Ihrer Stadt ein bisschen in den Fokus geholt, um die Menschen gezielt bei Konzepten der Stadtentwicklung einzubinden. Gelingt es Ihnen, diese beiden Seiten der Remscheider Medaille eigentlich immer zusammenzubringen? Die harte und die weiche Seite und wenn ja, wie? Ich bin nicht im Bild. Nehmen wir das. Das ist ein bisschen schwierig. Also erstmal, wir sind tatsächlich die letzte große Industriestadt in Deutschland. Daran liegt Geschichte dieser Stadt. Wir sind Exportstadt, Werkzeugindustrie und daran liegt auch die Herausforderung, weil wir brauchen andere Standbeine. Auf Dauer ist nur die industrielle Produktion so wichtig, wie sie ist und wir haben ein paar Hidden Champions, ein paar Weltmarktführer, aber nicht kann nicht das alleinige Standbein sein. Und deswegen versuche ich auf der einen Seite Tradition, die Geschichte dieser Stadt hervorzuheben, aber Geschichte nur zurückwärts gewandt ist keine Innovation. Deswegen muss die andere Säule sein, zu schauen, wie schaffen wir es, neue innovative Ansätze, Gründerschmiede, neue Produkte, neue Ideen auch in die Stadt hineinzuholen und damit auch diese andere Säule in unserer Stadt nach vorne zu bringen, nämlich zu schauen, dass wir Raum haben für neue Ideen, Raum haben für neue Projekte, Raum haben auch für neue Arbeitsmarktstrukturen. Beides ist wichtig für die Zukunft in der Stadt. Also Geschichte und Zukunft muss miteinander verbunden sein. Und das Stolz auf Remscheid ist tatsächlich so. Ich glaube, diese Stadt hat eine spannende Geschichte. Aber man kann sich nicht darauf ausruhen. Also müssen wir schauen, wie kriegen wir jetzt diese Potenziale, die diese Stadt hat, auch nach vorne zu bringen. Und ich habe gesehen, die Inga Bauer ist hier und das ist so eine Person und davon gibt es eine Menge in unserer Stadt, die einfach eine Menge Ideen haben. Und wir haben gesagt, probiert aus, wir haben eine Gründerschmiede gegründet, wo wir einfach gesagt haben, Leute, probiert aus und versucht, neue Ideen umzusetzen. Wir begleiten das und das tue ich sehr gerne. Inwieweit können Sie denn die tradierten Unternehmen da einbinden? Inwieweit sind die bereit, diesen Weg mitzugehen? Die meisten ja, weil wenn sie sich nur, wir sind sehr stark eine KMU-Struktur in unserer Stadt, das heißt sehr viele eigentümergeführte Unternehmen. Manche leben von der Substanz, sehen aber auch das Risiko, und viele zum Glück sagen, nur von der Substanz zu leben, sich nur auf den Produkten von heute auszuruhen, hat keinen Sinn, weil der Weltmarkt ist sehr, sehr schnell. Asien, gerade China, produziert hervorragende Qualität mittlerweile. Der Wissensvorsprung ist nicht mehr so groß, den wir haben. Also müssen wir mit neuen Technologien, Stichwort 4.0, und mit neuen Produktideen diesen Vorsprung versuchen zu halten. Und die meisten Unternehmen machen das auch
und indem sie versuchen, wirklich auch ihre Position weiterzuentwickeln. Deswegen sage ich ja, die Verbindung von Geschichte und Tradition auf der einen Seite und Innovation auf der anderen Seite, beide Prozesse gehören zusammen. Vielen Dank. Herr Kurzbach, bei Ihnen als nun mittlerweile zweitdienstältesten OB habe ich auch, denke ich, zwei interessante Seiten entdeckt. Die ihren persönlichen... Muss die Ehe machen, dass man so älter aussieht. Dienstältesten, nicht Eheältesten. Für die erfolgreiche Stadtentwicklung. Das muss man erklären, der hat letzte Woche geheiratet. Ja. Völlig unbekannt. Sorry. Ich begrüße Sie auf dem Kongress der Bunten hier. Mehr Gossip hier. So, nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass Sie ein bisschen anders die Themen setzen. Sie sagen, Sie sind interessiert an der inhärenten Stärke der Stadt. Sie wollen Power mit Innovation verbinden. Sie sagen, Sie haben was Großes vor und stellen dies auch ganz, ganz selbstbewusst heraus. Und das, so Ihre These, hat eine mitnehmende, eine Sogwirkung auf die Stadtbevölkerung, wenn es um strategische Ausrichtungen und neue Strategien geht. Auf der anderen Seite aber auch, haben Sie sich ja auch auf den Pilgerweg begeben und betont, dass Sie es als eine moralische Verpflichtung ansehen, unsere Erde für nachhaltige Generationen zu schützen. Das untermauern Sie, indem Sie zum Beispiel an Veranstaltungen wie das Stadttourgespräch teilnehmen, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Und was ich auch sehr bemerkenswert finde, Sie haben konsequent die GEPA-Produkte im Rathaus eingeführt und haben da ganz klar gemacht, dass Sie dieses Konzept unterstützen, dass Sie dahinter stehen und somit erste konkrete Signale auch direkt in die Verwaltung gesetzt. Mhm. Was treibt Sie ganz konkret an? Was ist Ihre persönliche Motivation? Ich glaube, dass wir einfach nicht so weitermachen können wie bisher. Und wenn man als Oberbürgermeister in einer Stadt, die immer noch auch dem Strukturwandel unterliegt, natürlich immer vor den Herausforderungen steht, auch Unternehmen nach vorne zu entwickeln, den Standort zu entwickeln. Und natürlich sind wir auch eine Industriestadt, geht das aber doch nicht mehr mit den Bildern des vorvergangenen Jahrhunderts. Also so schön das ist und wir alle diese Bilder noch in den Köpfen haben, dass da große Fabriken sind und da gehen hunderte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern rein morgens und dann tönt die Sirene, dann gehen wir wieder raus und wir brauchen einfach nur Fläche und mehr Fabriken. So funktioniert das nicht mehr. Weil ich natürlich auch um den Standort gerade im Bergischen Land weiß und wie wichtig ist, von vornherein nachhaltig zu planen und zu strukturieren. Und deswegen sind wir zum Beispiel, was das Thema Gewerbeflächen angeht, von vornherein auf die Linie auch eingeschwenkt zu sagen, wie können wir unsere Brachflächen wirklich innovativ restrukturieren. Der alte Industriestandort Solingen ist geprägt von Wohnen und Arbeiten, die Bereiche, die unmittelbar ineinander übergehen. Wir haben auch viele Firmen, die Weltmarktführer sind, die mitten in einem Wohngebiet sind. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich diese Firma weiter und wie entwickle ich den Standort im Stadtteil aber auch? Und wie mache ich das vor allen Dingen, indem ich einfach nicht nur den Flächenfraß nach vorne betreibe? Denn wir wissen doch an allen Indikatoren, das geht so nicht weiter. Deswegen RASPE ist ein großes Projekt, was wir in Solingen jetzt gerade auch entwickeln, wo wir aber auch sagen, nein, wir wollen nicht einen großen Logistiker, der mir einfach nur die Fläche abkauft und sie zubaut, sondern wir wollen im Bereich Industrie 4.0 hier nach vorne gehen. Wir in Solingen setzen sehr stark auf das Thema 3D-Druck, was unsere Produktionsformate völlig verändern wird. Völlig verändern wird. Übrigens nicht nur positiv bejahend, das heißt auch was über den Arbeitsplatzstandort Solingen und Deutschland insgesamt, wenn sich dieses so weiterentwickeln wird. Aber wir können uns dem nicht entgegenstellen, sondern wir müssen unter einem klaren Kompass uns an die Spitze der Bewegung stellen. Und mein klarer Kompass sagt mir, die Dinge von Nachhaltigkeit, von Ökologie und Gerechtigkeit müssen von vornherein mitgeplant werden, denn nur so kann eine zukünftige Struktur für eine Stadt entstehen. Setzen Sie denn auch konsequent auf nachhaltige Arbeitsplätze und wie macht man das? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich als Professor an der Universität lehren. Aber ich kann Ihnen insoweit sagen, ja, wir müssen alle unsere Prozesse auf Nachhaltigkeit überprüfen. Das hier und jetzt alleine, in der Zeit, aber auch in der Region, kann uns nicht mehr genug sein. Wir merken doch auch als Oberbürgermeister gerade, jede Krise, die irgendwo in der Welt ausbricht, hat unmittelbar Konsequenzen auch bei uns hier in der Kommune. Wenn wir das große Thema der Flüchtlinge und der Menschen, die geflüchtet sind vor Krieg und Terror jetzt gerade sehen, merken wir ja, wie unmittelbar das Ganze durchschlägt. Und wer meint, das Thema wäre jetzt schnell beendet, weil im Balkan Grenzen geschlossen werden oder wie auch immer, die nächsten, die kommen werden, sind die Klimaflüchtlinge. Und deswegen kann es uns nicht egal sein, wie sich auch das Klima weltweit entwickelt, auch für uns als Kommune nicht, weil wir werden auch unmittelbar Betroffene sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch anderen Menschen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen müssen, weil es auch immer unmittelbar uns betrifft.
Und das hat auch was mit Arbeitsplätzen zu tun. Selbstverständlich will ich den Bedürfnissen auch meiner Unternehmen nachkommen. Ich lade Sie aber auch ein, einen innovativen Weg mit mir zu gehen und zu überlegen, wie kann ich Produktionen jetzt schon umstellen, zum Beispiel digitalisieren, um nicht einem Trend hinterherzulaufen, wo die in China 1000-mal schneller sind als wir. Wo sehen Sie denn die Rolle der Wirtschaftsförderung in diesem ganzen Konzept? Was sollen die in Zukunft bewirken? Die haben ja auch ein neues Bild, neue Aufgabenprofile dann. Definitiv, wobei ich immer sage, es muss ein Zusammengehen von öffentlichem und privatem Hand in Hand geben. Wir dürfen jetzt nicht so tun, ich habe das mal so beschrieben, dass man sich in seinen Sessel zurücklehnt und sagt, das muss mal die Stadt machen oder das muss mal die Wirtschaftsförderung machen, wie auch immer. Nein, ich brauche auch die innovativen Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit mir gemeinsam Schritte nach vorne wagen. Und dann, bin ich mir sicher, werden wir in Solingen alles ermöglichen können. Wir können jeden Traum eines Unternehmers, einer Unternehmerin hier verwirklichen. Wir können über Flächen diskutieren, Innovationen diskutieren miteinander. Ich brauche aber auch den Mut und den Willen, etwas mitzugehen und sich nicht nur in die Meckerecke zurückzuziehen und sagen, mach du mal. Das kann so nicht funktionieren. Das ist auch eine leichte Ecke, in Absolut. Die man da sich begeben kann. Lieber Andreas Mucke, seit 211 Tagen Oberbürgermeister der größten bergischen Stadt. Und dennoch beginne ich meine Frage damit, ich beziehe mich auf die Zeit, bevor du Oberbürgermeister wurdest. Wir sind hier im Klimaquartier Arenberg. Heute Abend Utopia-Stadt. Entschuldigung, Utopia-Stadt heute Abend. Ich wollte nicht, dass Sie hören, wie schlecht es meiner Stimme geht. Und du hast dich sehr früh für den Ausbau der Nordbahntrasse ausgesprochen. Alle drei Themen. Ja, ich habe ganz schlimm Husten. Alle drei Themen sind tolle Vorzeigeprojekte der Stadtentwicklung, die für das stehen, was du schon eigentlich immer noch vorangebracht hast, zivilgesellschaftliches Engagement. Du warst früher Geschäftsführer des Büros für Quartierentwicklung, hast also jede Menge Erfahrung mit den Wegbereitern, mit den Vorstößen, mit den Grenzen und mit den riesigen Reibungsverlusten, die man hat, wenn man das Thema bürgerliches Engagement nach vorne bringen will. Dein aktuelles Interesse an Transparenz und Bürgerbeteiligung hast du jetzt schon in den 211 Tagen an einigen Stellen sehr eindrucksvoll bewiesen. Zudem setzt du dich konkret auch für vernetzte kommunale Mobilität ein. Welche Erfahrung bringst denn du jetzt ganz konkret aus der Zeit davor? Geile Stimme. Mein Gott. Ich fange den Satz nochmal an. Welche Erfahrung bringst du ein aus der Zeit davor, wo du dich sehr engagiert hast in diesem Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements, heute in die Aufgaben, die du als Oberbürgermeister wahrnehmen musst? Nein, da bringe ich ein, dass es in dieser Stadt oder im Bergischen Land überhaupt verdammt viele Menschen gibt, die viele gute Ideen haben und mit anpacken wollen. Und wenn man die alle mit ins Boot nimmt, ja, dann kann man eine Menge bewegen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ja in Politik oft auch so manchmal der Glaube vorherrscht, dass man das selber schon alles richten kann und der Bürger manchmal stört. Ich kolportiere ein bisschen, ne, überspitze ein bisschen. Aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner Quartierarbeit. Da habe ich mit ganz vielen Initiativen gesprochen, Bürgervereinen, einfachen Eigentümer und Eigentümerinnen, also längst nicht alles Leute, die super aktiv und Akteure der linken Szene sind, sondern wirklich von bis. Aber alle wollen was für die Stadt machen und vor allem fürs Quartier. Und wenn man die mit reinzieht und sagt, ey, wir reden ehrlich auf Augenhöhe miteinander und schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Die Stadt hat welche, ihr habt welche. Dann kann man was bewegen. Das ist die Erkenntnis, die ich mitnehme und die ich auch versuche täglich zu leben. Also ich sehe jetzt nicht die ganzen Schwierigkeiten, die du gerade mal angesprochen hast beim Thema Bürgerbeteiligung, die Reibungsverluste. Nee, ich sehe die Chancen und die will ich nutzen. Und das sieht man hier im Klimaquartier Arenberg. Das ist so ein Beispiel für Stadt im Wandel, so wie ich es auch gerne habe. Hier im Arenberg bin ich übrigens groß geworden, mein Quartier. Und hier haben wir früher angefangen, gemeinsam mit anderen Akteuren. Einer ist da hinten, der Jörg Heinkes, wo ist er? Wink mal, da vorne. Hier am Arenberg was zu machen. Denn bis vor 10 Jahren war das so eine No-Go-Area. Hier ist man weggezogen und nicht hin. Und dann haben sich einige zusammengesetzt. Wir haben das vom Büro aus vernetzt und hat geschaut, wo sind die Stärken, wo sind die Potenziale. Die Stadt hat geholfen mit Stadtumbau Westmitteln. Und dann hat man hier gemeinsam was draus gemacht. Und das Ergebnis, das sieht man hier, wenn man durch den Arenberg geht. Hier zieht man wieder hin, das ist ein Innenviertel geworden. Und auch diese Halle hier, das ist auch ein Symbol für den Wandel. Hier wurden früher Ordner beispielsweise produziert. Aber hier findet auch was statt. Denn dieses ganze Fabrikgelände ist entwickelt worden und zeigt den Wandel ganz exemplarisch. Und übrigens auch Kultur war hier eine Menge. Das Sommerloch, wer jemand hier beim Sommerloch schon mal? Ja, einige, ja.
Da sieht man, was hier passiert. Und das ist für mich ein Beispiel, wie es gehen kann, auch in anderen Stadtteilen, weil Wuppertal entlang der Talachse wunderbare Quartiere hat, die alle ähnlich gestrickt sind, aber doch anders. Und wenn man diese Erfahrungen nutzt, dann kann man die Stadt insgesamt wunderbar rocken. Und das ist meine Erfahrung, den Schwung, den ich gerne mitbringe. Ja, das strahlst du auch aus. Jetzt ist es ja so, dass sehr viel auch von Netzwerken abhängt. Das sind nicht nur Technologienetzwerke, das sind auch andere Netzwerke. Was glaubst du denn, wie man die Blutzufuhr bei solchen Netzwerken halten kann? Das ist ja ganz wichtig. Was kann man tun, gerade auch bei der Stadtentwicklung? Also klar ist, man kann es ja nie allen recht machen. Ne? Also jeder will es zwar gerne, aber es klappt nicht. Und wenn man das von vornherein weiß, dann hat man hinterher auch irgendwie keine Bauchlandung. Das ist schon mal wichtig. Mit der Prämisse gehe ich auch immer an Politik ran. Man kann es nicht allen recht machen. Es gibt immer welche, die sagen, das finde ich nicht gut. Erstens. Zweitens, man muss sich treffen, miteinander reden, Netzwerke schmieden weiter, wo man sich gleichwertig einbringt. Also keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern jeder bringt gleichberechtigt die Interessen ein und seine Ideen. Und dann schaut man, was man daraus machen kann. Also jeder soll Teil der Lösung sein. Und ich glaube, dann funktioniert auch sowas, ein richtiges Netzwerk. Und dann fühlt sich auch niemand alleine gelassen. Und wenn man dann auch noch erklärt, warum man was tut, dann habe ich zumindest die Chance, dass die, die das anders sehen, es akzeptieren. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg. Ob der immer funktioniert, weiß ich nicht, aber das ist für mich so der Ansatz auch in dieser Netzwerkarbeit, die wir brauchen. Die Zeiten sind vorbei, wo eine Stadt in Deutschland oder sonst wo alles leisten kann, das Geld aus dem Füllhorn rausschüttet. Das gibt's nicht mehr. Vorbei. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir gemeinsam gucken, wie kann man mit vielen Ideen und wenig Geld eine Menge bewegen. Und das zeigt Wuppertal oder das Bergische Land eigentlich schon immer. Denn das ist ja eigentlich auch das Bergische Land eine Transformationsgegend seit 200 Jahren. Weil ja unheimlich viel auf die Straße gebracht wird. Innovation, Entwicklung, Patente. Und heute auch noch. Gründergeist herrscht hier. Und den brauchen wir. Wenn ich jetzt nochmal diesen letzten Punkt aufgreifen darf. Wenn du Unterstützer suchst, in welche Richtung schaust du ganz konkret? In deiner Stadt? Naja, eben vielen schon Stichworte. Da gibt es einmal die etablierten Unterstützer, das sind die Bürgervereine, die für bestimmte Bereiche stehen. Aber es gibt auch sehr viele neue Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich schaue mal hier im Raum, da sehe ich Utopia Stadt da vorne stehen. Zumindest ein Teil davon, hallo. Die Studierenden, auch das sind und Unternehmensgründer, die Existenzgründer, die hier oben im Technologiezentrum sind. All das sind für mich auch Partner, also nicht nur die althergebrachten, sondern auch die neuen. Und damit, glaube ich, kriegt man eine tolle Mischung. Und ich erlebe oft, dass zum Beispiel Einrichtungen, die es schon ewig gibt, sagen, ich gehe jetzt mal zu Utopia Stadt und mache da mal eine Veranstaltung. Wo man denkt, das Wort konnten die vorher gar nicht aussprechen. Und wir gehen dahin und machen gemeinsames Erkennen, ey, das ist ja gar nicht mal so utopisch, was die machen, sondern sehr konkret, lass uns gemeinsam was machen. Und das, finde ich, sind die Erkenntnisse. Wenn alt auf neu zusammentrifft, was eben auch Burkhard Maas-Weiß gesagt hat, ja, aus dem Vergangenen lernen und das Neue hinzunehmen. Und das ist eine super Mischung. Und dafür stehen wir, glaube ich, auch wir drei. Ja. Boah. Was für ein schöner letzter Satz. Ich bedanke mich recht herzlich für den zwar sehr kurzen, aber doch sehr informativen Einblick in die Thematik Stadtentwicklung, in Ihre Strategien und Prioritäten und wünsche Ihnen natürlich, dass Sie im Rahmen der Veranstaltung, vielleicht können Sie ja heute Abend oder an einem anderen Tag nochmal dabei sind, vielleicht Ihre Strategien auch mehren und vertiefen können, auch Studenten anwerben können, vielleicht bei einzelnen Stadtprojekten mitzuarbeiten. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche noch einen schönen Tag und übergebe jetzt an Herrn Stiebel. Danke Ihnen. Liebe Frau Professor Kahl, herzlichen Dank. Ja, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen darauf hinweisen, wie bedeutend das eigentlich ist, dass hier drei Oberbürgermeister sind. Das müssen sich alle mal vergegenwärtigen. Wir haben nur 77 von den Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeistern in ganz Deutschland. Dass wir hier drei Großstädte so eng zusammen haben, also eine Großstadt ist immer dann, wenn wir über 100.000 Einwohner haben, das ist schon besonders. Und dass alle drei es für uns eingerichtet haben, wir sind ja eine bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz, heute hier hinzukommen und die Studierenden zu begrüßen, die an der Bergischen Universität Wuppertal dann auch jetzt die nächsten Tage verbringen. Das finde ich ganz, ganz toll, vor allem für so kurze Sätze, für so wenig Raum, den wir eigentlich hier schaffen konnten. Aber unser Programm ist ganz voll. Also nochmal herzlichen Dank an alle drei Oberbürgermeister.
wo wir gerade auch bei den Danksagungen sind. Ich weise noch mal ganz kurz an dieser Stelle hier an unsere Unterstützer hin, die maßgeblich dazu beitragen, dass so ein Kongress überhaupt möglich ist. Wir haben einige Partnerunternehmen, die uns entweder finanziell oder mit Sachspenden oder wie auch immer unterstützen. Wir haben drei ganz spannende Medienpartner. Das finde ich ganz klasse. Im letzten Jahr gab es einen Medienpartner, das war Vivo Green. Jetzt hat Vivo Green auch wieder mitgemacht. Die Zeitschrift Enorm, die sicherlich sehr viele hier im Bereich kennen, sind unsere Medienpartner und die Humane Wirtschaft. Von der Humanen Wirtschaft ist der Herr Bangemann heute auch hier. Morgen übernimmt er ein Themenforum und hat eine Case Study, ist also unglaublich engagiert. Der nächste Punkt, der wird uns etwas mehr in die Tiefe der ganzen Thematik Transformation hineinführen. Und das wird eine Person machen, die sicherlich zu den herausragenden Köpfen nicht nur in Deutschland, sondern aus meiner Sicht auch weltweit gehört, der sich mit so einem Thema auseinandersetzt. Sie würden es ja nie selber sagen, deswegen muss ich das machen. Und zwar Professor Dr. Uwe Schneidewind. Professor Schneidewind hat BWL hier in Köln studiert, also direkt in einer Nachbarstadt. Er hat dann promoviert und habilitiert in St. Gallen, hatte später eine Professur für Produktionswirtschaft und Umwelt und war auch zeitweise Präsident der Universität Oldenburg und ist jetzt seit März 2010 hier als Präsident des Wuppertal-Institutes und gleichzeitig auch Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität. Die ganzen Funktionen, die Herr Schneidewind hat aufzuzählen, dauert länger als gleich der gesamte Vortrag. Aber ich habe so ein paar rausgegriffen. Er ist als Präsident des Wuppertal-Instituts quasi per se schon Mitglied des Club of Rome. Der Club of Rome tagt übrigens auch in der Woche der Nachhaltigkeit hier in Wuppertal. Da sind wir auch sehr, sehr froh, dass so eine renommierte Einrichtung, die ja gerade durch die Grenzen des Wachstums in den 70er Jahren bekannt geworden ist, hier nach Wuppertal kommt. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Er ist beim BUND, bei der Deutschen UNESCO-Kommission und so weiter. Also eine honorige Liste, in denen Herr Schneidewind da unterwegs ist. Im letzten Jahr hat seine Kollegin Frau Professor Liedtke durch das Programm so ein bisschen geführt, beziehungsweise die Moderation gemacht. Jetzt sind wir froh, dass der Präsident nun selber hier ist. Und deswegen übergebe ich an Herrn Professor Schneidewind. Herzlich willkommen.